Einen wundervollen guten Morgen, ihr digitalen Tomatennomaden, und herzlich willkommen zurück aus Berlin. Nach einer Woche wieder zurück, sau nice. Bevor wir reinstarten, sorry für den Ton, der nicht on point ist. Ich filme gerade hier komplett ohne Mikro, weil ja, das Mikro einen kleinen Schaden genommen hat bei unserer letzten Fotosession in Rom am Meer und deswegen gestern abgekackt ist und ab gestern Nachmittag gar keinen Ton mehr aufgenommen hat, bevor ich jetzt wieder so ein Dilemma riskiere, filme ich jetzt erstmal ohne Mikro und hoffe, dass ich das in den nächsten Tagen gefixt bekomme. Aber jetzt, ich hatte schon einen mega produktiven Morgen, Tomatenschuss online, ganz viel Zeug erledigt, APC-Tour vorangebracht. Oh, schön, so können wir in die neue Woche starten und das wird eine richtig entscheidende Woche, denn heute ist Montag, am Wochenende, am Sonntag ist das Eröffnungsevent, heißt, das ist jetzt der finale Endspurt. Wir müssen die Seite fertig bekommen, wir müssen die ganzen weiteren Events online stellen. Ich will, dass ihr die ersten Interviews vorbereiten und so weiter und so fort. Also, wird krass. Heute geht schon richtig krass los. Location Scouting Session mit Malte und ich muss jetzt Maltes professionelle Meinung abwarten, ob wir hier die Genehmigung kriegen, hier unser Interview zu machen, aber ich bin auf jeden Fall sau begeistert. So, wir haben jetzt den perfekten Plan auf jeden Fall. Malte, bist du zufrieden mit unserer Location-Wahl? Ich bin super zufrieden. Also die Location ist perfekt dafür und hier kriegen wir richtig schönes Interview hin. Ach, wir haben jetzt hier noch so ein paar Feinheiten, wie zum Beispiel, dass wir jetzt hier leider die ganzen schönen bunten Bilder von Lodo abhängen müssen, ja, und sie gegen Schwarz-Weiße tauschen müssen. Genau, da wird dann die Ecke, hier stellen wir so die Leute rum und ja, ich glaube, das wird ziemlich nice. Wir machen nämlich insgesamt 3 Events am Anfang hier und dann noch ein weiteres am Ende. Also, dann bist du auf jeden Fall unsere meistgenutzteste Location der kompletten Tour. Danke auf jeden Fall, danke. Okay, cool. Mach's gut, dir auch, ciao. Ja, nice, das war gut, schön. Stunde, jetzt haben wir einen Plan. Leute, die Events, ich freue mich so, es ist nur noch eine Woche bis zum ersten. Es fühlt sich so unreal an, es fühlt sich noch so weit weg an. Pumpt! Und für alle aus Berlin oder Umgebung, die noch kein Ticket haben, Leute, kommt zur Eröffnungsfeier am Sonntag, den 21. und kommt zum ersten APC-Interview am Montag, den 22. mit Markus Meurer, Feli Hagerten und Jakob Drachenberg. Ich sage euch, das Ding wird richtig geil. Wir haben schon, ich weiß gar nicht, aktueller Stand, ich glaube, 2/3 der Tickets sind schon verkauft. Also, ja, ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Also ich denke mal, nicht mehr allzu lange gibt es welche. Deswegen, wenn ihr dabei sein wollt, seid dabei. Unten nochmal die beiden Links zu den ersten Events drin. Steil. Nächster Tagesordnungspunkt. Kameramikro überprüfen lassen. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Fotomeier. Ah, da sind wir gleich schon da. Da habe ich nämlich die Kamera geholt und mal gucken, ob die jetzt schnell instant was reparieren müssen. Ich hoffe nicht, dass es eingesteckt werden muss. Das wäre so nervig, wenn ich es wieder abgeben müsste. Aber komm, falls ich sie wirklich abgeben muss, machen wir hier nochmal einmal bei dem epischen Setting noch einen schönen Shot. Das war kein Erfolg. Hat ein bisschen mit seinem Pinsel irgendwie rumhantiert und ja, konnte aber nichts ausrichten. Mikro geht immer noch nicht. Und dann meinte er, ja, müssen wir einschicken, bla bla bla, 2 bis 3 Wochen. Die kann ich natürlich nicht warten. Wir brauchen das nächste Woche zum ersten Interview und ich brauche das Ding jeden Tag. Und deswegen ist einschicken keine Option.
Und deswegen werde ich jetzt einfach erstmal wieder auf das andere Mikro umsteigen, das Rode Video Micro, weil das nämlich nicht über den Blitzschuh auf der Kamera aufnimmt, sondern über Kabel, und das sollte funktionieren. Blöderweise haben wir das, was ich zuerst geholt hatte, schon wieder zurückgeschickt. Muss ich mir wieder ein neues besorgen. Und irgendwie hat das keinen Laden in Berlin. Ich weiß nicht genau. Irgendwie kauft es keiner. Das ist wahrscheinlich einfach Amazon. Und dann kommt es morgen an. Deswegen müssen wir heute den restlichen Tag noch hier mit dem rudimentären, ohne Mikro-Setup weitermachen. Naja. Danke, ciao. Frühstück. Ich habe heute so viel zu tun und es ist schon 2:30. Back to work. Liebe Freunde, ich habe eine richtig geile Announcement für euch. Und zwar kennt ihr schon das neue Projekt von Matthew Mockridge, das 66-Day Journal. Matthew ist einer der Verfechter absolut vom Journal, vom Tagebuch führen. Für ihn ein echter Gamechanger, ich kann es nur unterstützen. 5-Minute-Journal-App bin ich immer mit dabei. Und deswegen bin ich sehr, sehr pumped, was das hier wird. Am 1.10. released ist. Ist noch ein bisschen hin, aber ich verlinke euch mal unterhalb diese Page. Seid herzlich eingeladen, euch hier einzutragen. Dann kriegt ihr direkt alle Updates, wann es losgeht und so weiter und so fort. Ich glaube, das wird ein geiles Projekt. Ich werde es auf jeden Fall testen. In letzter Stunde mit Matthew kurz mich ausgetauscht. So. Er ist super pumped, ich bin super pumped. Und ja, stay tuned. Link ist unten drin. Tragt euch da gerne mal ein. Komplett kostenlos. Und dann kriegt ihr schon mal alle News, wenn das Ding an den Start geht. Boah, das war ein Mammutding. Ich habe gerade über eine Stunde an diesen Newsletter geschrieben und jetzt sage ich einfach mal hier, send message now. Die neuen APC-Events sind jetzt draußen. Leipzig, zweimal Frankfurt und Arco am Gardasee Italien. Schönes Ding geworden. I like. Guckt gerne mal in eure Postfächer. Produktive Arbeitsnachmittag. Nice. Jetzt steht was richtig Cooles auf dem Programm. Und zwar, jetzt gibt es ein Interview mit Laura Seiler. Die ist ebenfalls bei der APC dabei. Laura kommt jetzt vorbei. Wir nehmen jetzt was für ihren Podcast auf. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Hallo. Ach, gleich geht's los. Laura baut jetzt gerade ihr professionelles Setup hier auf. Die Rakete steht schon mal. Geil. Du übernimmst heute zum Hardshot-Takeover. Ja, ich mache heute den Content-Part. Ja, total. Das möchte ich gerne wissen. Stell dich mal bitte vor, wer bist du denn? Was machst du denn so? Ich bin die Laura. Findest du wirklich? Ja. Oh Gott, nee. Da ist alles drin, alles ungeschnitten. Komm, Robert. Alles ungeschnitten. Mach du das mal. Du bist doch der Profi hier. Komm, ich setze mich einfach mit dazu. Ja, ihr Lieben, wir haben jetzt gerade hier den 80-minütigen Podcast durchgehauen. Meine Fresse, wir haben 40 angepeilt, hat nicht funktioniert, aber ich fand's schön auf jeden Fall. Entspannt, doppelt so lange. Ja. Aber es hat sich gelohnt. Ich wollte auch an keiner Stelle abbrechen. Ich auch nicht. Ich war so, wir müssen jetzt weiterreden einfach. Das war voll gut. Ja. Und wir hatten ein so ein kleines Thema dabei und das möchte ich jetzt heute mal so als Anlass nehmen, und zwar, oder beziehungsweise um nochmal vorher einzusteigen, so, ich will jetzt ab heute euch nochmal alle 33 APC-Speaker, die wir dabei haben, von denen Laura eine ist, yes, täglich einen vorstellen, um nochmal euch einen Einblick zu geben, wen wir eigentlich alles dabei haben. Und das passt einfach so großartig, dass du heute hier mit dabei bist, weil das du eigentlich jetzt im Prinzip selber machen kannst. Deswegen, magst du so in so zwei Sätzen oder drei Sätzen kurz sagen, wer du bist und was dir ausmacht? Ja, voll gerne. Was mich ausmacht? Mhm. Das ist eine gute Frage. Soll ich in die Kamera sprechen? Sehr gerne. Okay, hallo. Ganz auch gerne hier und da. Das ist so komisch. Wir können auch, wenn es für dich dann einfacher ist, nochmal das Podcast-Mikro aufstellen und so tun, als ob wir eigentlich nur einen Podcast aufnehmen. Okay, wir tun jetzt einfach so, als ob wir nur einen Podcast aufnehmen. Ja, ich bin Laura Marlina Seiler, das ist mein Name. Und ich arbeite als Expertin für Achtsamkeit und mentale Stärke in Berlin. Mhm. Ich bin Mindful Empowerment Coach. Und ich verbinde eben das Thema Achtsamkeit und mentale Stärke in meinem Beruf. Und ich berate ganz viele Musiker, Sportler, Menschen, wie sie sozusagen in ihr Potenzial kommen können, wie sie mentale Stärke entwickeln können. Und habe den Podcast Happy Holy Confident, für den wir jetzt gerade das Interview aufgebaut haben. Was mich ausmacht, ich glaube, was mich ausmacht, worüber wir auch gerade eigentlich im Podcast gesprochen haben, ich bin auf jeden Fall auch eine Macherin. Ich bin jemand, ich gehöre zu den Leuten, die für ihre Träume losgehen, die große Vision hat, wo man am Anfang gar keine Ahnung hat, wie man da hinkommen soll irgendwie, aber ich finde es geil und ich liebe es einfach groß zu träumen, ich liebe es, dieses Momentum zu entwickeln, ich liebe es, begeistert, ich bin begeistert, ich bin ein Riesenfan vom Leben,
Der Satz ist richtig schön. Ja, ich liebe tatsächlich das Leben und ich finde, es macht so viel Spaß mit den Hochs und den Tiefs und sich auszuprobieren und neue Sachen zu lernen und auch immer wieder auszutesten, so wer kann man eigentlich wirklich sein und zu wachsen und ja, eben festzustellen, wenn irgendwas mal nicht geklappt hat, wie man dann damit umgegangen ist, wie man gewachsen ist und ja, ich liebe das. Ich liebe menschliche Weiterentwicklung und Potenzialentfaltung und ja, so diesen Schatz zu bergen, den alle irgendwie in sich haben. Ja, ich glaube, das macht mich aus. Das kommt auch ein bisschen drüber auf jeden Fall. Richtig schön. Und das ist nämlich auch schon so diese perfekte Überleitung zu dem, worüber wir gerade im Podcast auch kurz gesprochen haben und wo ich nochmal jetzt so ein Stück weit eintauchen will. Magst du mal so diese Story teilen, wie, jetzt auch vielleicht bezogen auf den Podcast, gerne, wenn du magst, wie du es geschafft hast, dass du mit dieser Idee und du möchtest gerne was machen und dass jetzt gefühlt irgendwie jeden Tag irgendwelche krassen Dinge passieren und so alles, so diese ganzen Steinchen zueinander kommen und so dieses ganze Universum gefühlt irgendwie gerade auf deiner Seite ist. Ja, voll gerne. Also ich liebe auch dieses Saying so, the universe has your back. Mhm. Also das Universum hält dir so den Rücken frei oder trägt dich, weil das tatsächlich was ist, wo ich fest davon überzeugt bin, dass in dem Moment, wo du ehrlich bist, in dem Moment, wo du dieser Stimme folgst, die so die kennen wir alle, die sagt so, hey, da ist noch ein bisschen mehr. Mhm. So, da ist noch mehr. Mhm. Ich weiß, da ist noch mehr. Aber man sagt so, ja, aber was? Und wie komme ich da hin? Ja. So, aber in dem Moment, wo du anfängst, dieser Stimme zu folgen und diesem Ruf, den, glaube ich, jeder Mensch kennt. Manche haben den ein bisschen lauter, manche haben ihn ganz ausgestellt, aber er ist bei allen da. Mhm. Und ich glaube halt, in dem Moment, wo man dieser Stimme folgt, passiert was Magisches im Universum, weil dann plötzlich the entire universe conspires to help you. Das ganze Universum fängt an, Dinge zu arrangieren, die dir dabei helfen, deinen Weg gehen zu können. Mhm. Und dann passieren tatsächlich auch Sachen, die größer sind als du selbst. Und du keine Ahnung hattest annähernd, dass sowas passieren könnte. Also weil du gerade jetzt vom Podcast geredet hast. Und wo in dem Moment denkst du, wie geht, also ja, wie warum? Überhaupt. Ja, und also kurz, um ganz kurz einen Wrap-up vielleicht zu geben, so zu meiner Story. Ich war bis vor, also ich habe seit 6 Jahren, habe ich diese Vision für mich, so viele Menschen wie möglich für sich selbst zu begeistern und für ihr Potenzial. Und das ist so meine Vision, für die ich einfach losgehe. Und der Weg dahin war jetzt aber lang und ich habe auch ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen noch gemacht, habe jetzt eben 2 Jahre lang noch als Musikmanagerin gearbeitet, parallel die Ausbildung zum Coach gemacht, ganz viel gelernt, da haben wir gerade auch im Podcast drüber gesprochen. Ich bin auch ein Fan davon, ein solides Fundament für sich zu bauen, also schon nicht einfach gar nichts zu haben und loszugehen, sondern du solltest schon Wissen haben, du solltest wissen, was du machst, aber trotzdem losgehen, auch wenn du noch nicht ready bist. Yes. Und ich habe mich jetzt eben im März habe ich mich selbstständig gemacht als Coach, habe jetzt mein eigenes Business gegründet und es ist für mich einfach absurd, was seitdem passiert. Ich bin komplett ausgebucht, also ich habe Coaching-Wartezeiten von 3 Wochen, also wo ich wirklich, ich schaffe es zeitlich nicht, alle zu coachen sozusagen. Und normalerweise, wenn Leute starten, am Anfang erstmal so, nehmen irgendwie jeden, weil und so. Und es ist halt so krass. Leute, als ich so gesagt habe, ich will mich selbstständig machen, du unterhältst dich mit Unternehmensberatern oder Leute, die dich halt beraten so, jetzt sagen sie, ja, planen sie mal so 2 Jahre ein, bevor sie von ihrem Business leben können. Und ich denke mir jetzt halt so nach 4 Monaten so, ups, das ging jetzt irgendwie schneller und das ist okay, also darf das überhaupt so schnell gehen? Das halt irgendwie auch krass ist, ne? Weil du, und das meine ich halt mit, in dem Moment, wo du 100% losgehst, wir haben vorhin auch im Podcast gesagt, wo du alle Schiffe abbrennst hinter dir und sagst so, klar hatte ich einen übergeilen Job als Musikmanagerin für mit einem der erfolgreichsten deutschen Musiker und solche Geschichten und wo alle sagen würde so, auf gar keinen Fall kannst du da irgendwie rausgehen und so weiter. Und wo ich aber gesagt habe, da ist mein Herz nicht. Das bin nicht ich und ich habe einen anderen Auftrag einfach hier und ich gehe jetzt dafür los. Und ich habe dann eben mit diesem Podcast angefangen und auch heute, wenn ich überlege, der heißt Happy, Holy and Confident. Diesen Namen habe ich mir innerhalb von 3 Minuten überlegt. Das sind die besten Namen, genau die gleichen. Ja, aber trotzdem, wenn ich mir heute angucke, was andere Leute für überkrass coole Namen für ihre Podcasts haben, denke ich mir so, Laura, hättest du dir mal vorstellen können, dass jetzt, ich habe es dir gerade erzählt, der hat jetzt nach 4 Monaten über 130.000 Downloads, was so absurd ist und ist halt konstant auf Platz 1 in der Kategorie Gesundheit auf iTunes in den Podcast-Charts. Ist halt absurd einfach. Und wenn ich mir überlege, ey, da hätte ich mir vielleicht einen cooleren Titel überlegt. Aber der Name ist doch so gut, oder? Ja, der passt natürlich, der ist auch authentisch und so,
so im Nachhinein, das meine ich ja, du hast keine Ahnung, wie erfolgreich plötzlich Dinge werden können. Und das ist ja gerade, it's the beginning. So. Mhm. Es ist halt das Momentum. Da entwickelt sich plötzlich so ein Momentum. Und dann hast du 130.000, das geht ja dann plötzlich so exponentiell steigen. Das kennst du, wie bei dir mit, deinem, mit dem Instagram, wo plötzlich dann, es geht so schnell, da bist du dann irgendwann so, wow. Und das ist einfach so, wo ich gerade merke, es geht, man kriegt es gar nicht mit, wie schnell das gerade auch geht. Und ich genieße es einfach nur und ich bin auch so komplett im Flow. Und ich fand das super interessant, was du vorhin auch im Podcast-Interview gesagt hast, weil man entwickelt selber auch eine andere Energie plötzlich. Ja. Du bist viel leistungsfähiger. Also du machst plötzlich an einem Tag 500 Dinge, wo du vorher 10 gemacht hast und abends im Bett lagst und dachtest, boah, ich bin voll erschöpft. Und plötzlich bist du so, du handelst Dinge, wo du gar nicht wusstest, dass du sie handeln kannst. Du triffst Entscheidungen, wo du gar nicht wusstest, dass du sie jemals treffen müsstest. Und weil du dich einfach im Vorfeld mit einem Vertrauen in Dinge reinwirfst und dir denkst so, wenn es drauf ankommt, dann werde ich damit umgehen können. Absolut. Das ist start before you're ready, ja. Und das ist so, ja, für mich ist einfach dieses, wenn das Universum hinter dir steht, dann passieren Dinge, von denen du gar nicht wusstest, dass sie passieren können. Und das ist first believing and then seeing. Also du musst es erst glauben, du musst 100% dafür gehen und es lieben. Es ist diese Begeisterung, es ist die Leidenschaft, es ist dieses, ich kann nur das tun, ich kann einfach nur das tun. Und es ist mir egal, was irgendjemand darüber denkt. Und es ist mir egal, wenn jemand sagt, was ist mit der los? Warum ist sie so gut gelaunt? Wo ich mir denke, ja Mann, weil das Leben geil ist. Warum ist sie nicht so gut gelaunt? Ja. Und ja, für mich ist es natürlich, begeistert zu sein. Weißt du? Für mich ist es so, ich glaube, es ist tatsächlich unsere Natur, uns auszudrücken in unserer Begeisterung und Dinge zu erschaffen. Ich glaube, es ist unsere Natur als menschliche Wesen oder wie alles in der Natur, geht es darum zu erschaffen. Und ich glaube, in dem Moment, wo man in diesen Erschaffermodus geht und sich dem voll hingibt, mit voller Leidenschaft, ist das die Natur, die sagt, okay, what do you need? Ja, geil. Da, 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 da. Weil du eben genau in diesen State reingehst, in dem du sein solltest. Absolut. Und dann kommt diese ganze Dinge. Das ist Flow. Ja. Das ist Flow. Und der Flow geht dann halt plötzlich so, das geht dann so nach oben. Du denkst irgendwann so, wow, crazy, geil. Und eben die Voraussetzung dafür, um das nochmal runterzubrechen, ist eben, dass du sagst, hey, ich spring voll rein. Ich und vor allem, ich gehe in eine Sache rein, wo mein Herz einfach sagt so, yes, auf jeden Fall, genau das ist die Sache. Und dann, und das hat nämlich vorhin auch, und das ist nämlich dann noch so diese zusätzliche Voraussetzung, ohne die bei aller positive Energie und All-In und so weiter ist nicht was passiert, wenn du halt nicht dich hinsetzt und sagst so, okay, hey, und jetzt müssen wir dieses krasse Schloss, was wir uns da vorstellen, realisieren und die Steine nehmen und zack, 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 zack und sie einfach aufeinander. Und bei allem, was du erzählst, will ich nicht, dass du diese Illusion erstehst, so, ja, du sitzt dann den ganzen Tag da und meditiert so und dann kommst du die ganzen krassen Sachen und die Leute hören alle ihren Podcast und sie macht eigentlich gar nichts. So. Das ist halt auch Quatsch das einfach. Das ist der heftigste Hassel. Also es ist wirklich so, es ist halt, also um da diese Romantik dem auch tatsächlich wegzunehmen, ich arbeite seit März, also seitdem ich jetzt selbstständig bin, ich arbeite 7 Tage die Woche, 10 Stunden mindestens am Tag. Also es ist wirklich, ich mache kein Wochenende, ich arbeite nonstop, aber ich liebe es. Und es ist so, es ist für mich auch nicht so, dass es sich, es ist wirklich kein Arbeiten. Es ist auch letztlich das, was wir gerade machen, ist Arbeit. Voll! Und aber es ist wirklich jetzt halb neun, dann müssen wir ja Feierabend machen. Es ist so, ich könnte es, ich meine, das ist jetzt nicht nur, was man den ganzen Tag macht, ja. Man muss natürlich auch Content schaffen und all diese Sachen, aber es ist einfach so erfüllend. Und eine Sache, die, glaube ich, noch ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist dieses, was für mich ein elementarer Faktor ist, um das Universum auf deine Seite zu bekommen, sozusagen. Was ich glaube, was tatsächlich so der Schlüssel ist, ist Dankbarkeit. Das hört sich jetzt erstmal so komisch an, aber in dem Moment, wo ich vollkommen in Dankbarkeit gegangen bin, auch für alles, was da ist, selbst als noch nicht das war, was ich gerne hatte. Oder es ist ja nämlich immer leicht, dankbar zu sein, wenn du die krassen Dinge hast, aber wenn du sie noch nicht hast. Und das ist halt das Krasse, in dem Moment, wo du wirklich, ja, einfach jetzt schon dankbar bist, dass die Dinge auch kommen. Und in dem Moment, wo du jetzt auch dankbar bist für das, was jetzt schon da ist, bist du in Fülle und dann bekommst du noch mehr Fülle. Du bekommst nichts, wenn du denkst, du hast nicht genug. Yes. Und das ist das, in dem Moment, wo du anfängst zu geben, bekommst du. Und das ist halt das, was die meisten Leute denken. Ich muss erst nehmen, ich muss erst haben. Und dann kann ich geben. Und dann, wenn ich sehe, dass jemand was gibt, dann kriege ich auch was dafür. Bullshit. Ja.
erst geben, ja, dann bekommst du. Und das ist halt das, deswegen bist du am Hasseln, deswegen bist du am Hasseln, deswegen bin ich am Hasseln. Wir haben von null angefangen, mhm, und du hast nur gegeben, du hast gegeben, du hast gegeben, mhm, du hast gegeben, du hast Free Content, du hast nur rausgegeben, mhm, jahrelang. Mhm. Und irgendwann kommt es zurück. Mhm. Und das ist eben believing and then seeing. Mhm. Und ohne mit diesem Mindset, auch dieses, ich gebe jetzt nur, um zu bekommen, das funktioniert auch nicht. Gib, weil, ja, du es liebst, ja, und weil es für, ja, dich keine andere Option gibt. Und das meine ich mit Dankbarkeit. Geil. Ich würde am liebsten direkt morgen mit dir unser FEC-Interview machen. Ich freue mich auch schon voll drauf. 28. August kommt dann nur vorbei in Berlin. Das wird mega. Danke, ja, dass du mitgemacht hast. Wundervoll. Aber wundervoll! Ich freue mich. Voll gut. Voll stark, ey. Jetzt wird hier direkt jede Hand, die noch nicht im Foto war, wird jetzt direkt rekrutiert. Rekrutiert? Laura, du bist jetzt offizielles Handmann. Ich habe auch so einen schönen arabischen Ring, aber das ist nicht so. Perfekt, wenn du es so hältst. So, warte. Kannst du schon beide Hände dran machen? Boah, das war ja der Hammer. Ungelogen. So schön. Jetzt gibt es ein kleines Resteessen und ich muss euch jetzt unbedingt nochmal hier Laura's Page vorstellen. Guckt euch das an. Hier, Mindful Empowerment E-Book ist auch eine tolle Sache, aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, sind die Podcast-Folgen. Zieht euch das rein. Seriously. Außerdem ist die Seite voll schön gemacht. Ich bin ein Fan. Guckt euch das an. Oh, herrlich, das wird so ein großartiges Interview. Sonntag in knapp 2 Wochen, 28.8. wie generell alle. Also, wie gesagt, ich werde euch in den nächsten Tagen noch all die weiteren Leute vorstellen. Jeden Tag kommt eine Person. Oh Gott, was machst du denn da? Was machst du denn da? Was meinst du denn? Ich esse Fahrrad. Ih, die waren auf dem Boden. Bist du eklig. Was? Ist da eine Tüte hier? Kurz rein. Alles aus der Tüte. Ich weiß nicht, was du meinst. Kann es nicht sein, dass du eben alle Paranüsse aus der Tüte einfach auf den Boden geworfen hast? Kann es nicht sein, dass du irgendwie fantasierst oder sowas? Das war alles hier in der Tüte, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich esse hier die ganze Zeit Friede. Guck, da hast du eine Schüssel. Die ganze Zeit am Essen hier, alle in Ordnung. Ich weiß nicht, was schon wieder mit Lulu los ist. Ich frage mich aber. Ich bin auf jeden Fall gerade ultra aus dem Häuschen, weil Patrick mir gerade die erste Version von unserer Awesome People Conference Plattform geschickt hat, die übrigens, hier, ich kann euch das mal zeigen, Congress Hero heißt. Haha, haha. Und hier kann ich jetzt so ein bisschen rumstöbern. Mehr gibt es an dieser Stelle noch nicht zu sehen. Ich werde jetzt mal versuchen, die ganze Geschichte hier anzulegen. Denn übermorgen, am Mittwoch früh, muss diese Seite zum Eintragen komplett stehen, weil da geht nämlich Laura's Podcast online. Das heißt, jetzt ist so eine kleine Tour und morgen dann den kompletten Tag. Und dann muss das Ding morgen Abend fertig sein. Deswegen, ich klotze mich jetzt weiter ran. Ich sage schon mal Tschüss. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Haut mir mal einen Kommentar rein. Oh, wie fandet ihr das heute mit Laura? Mensch, das war richtig schön. Haut mir mal einen Kommentar rein. Kennt ihr auch so eine Story, wo ihr sagt so, oh, so voll rein und dann auf einmal kamen irgendwelche random Zufälle, die eigentlich gar keine random Zufälle sind? Ich share jetzt gerne mal von euch oder von jemand anderem. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr jetzt macht. Oh.